Herzlich willkommen zu einer weiteren Lava-Folge bei Ori and the Blind Forest. Wir haben jetzt hier schon sehr viel Lava stillgelegt. Jetzt fehlt uns noch hier links ein Stück, das sind wir gerade, und hier unten ein großes Stück. Da wollen wir mal gucken. Gleich hier unten war das, ne? Da ist ein geschlossenes. Hallo, ich bin hier einfach irgendwie. Holla die Wolla. Was ist hier oben eigentlich? Wo geht's da hin? Ach, da geht's dahinter. Nee, da müssen wir wahrscheinlich nicht hin. Oh, da unten ist auch was. Aber da komme ich sicher erst hin. Halt, ich muss hier mal ein bisschen springen. Ah. Boah, so viel. Ha, ich hatte einen guten Lauf. Ich hatte einen guten Lauf. Ah, Mist. Jawohl. Na nochmal, komm, zack. Die Lara geht zurück. Und die Lara sinkt. Das können wir abspeichern. Jawohl. Und wieder zurück. Nee, das war nix. Das war auch nichts. Ah. Lass uns die Sache nochmal angehen hier. Das ist kurz. Kurze Verbrennen immer. Hier. Ich muss da wahrscheinlich doch ein kleines bisschen warten. Es geht wieder nicht. Oh, fast. Man kommt da irgendwie nicht richtig zum Springen, wenn der immer so. Ah, ich hätte ja. Ja, den hätte ich auch machen können, ja. Ich muss mal den Speed. Shit. Ha! Kann ich. Nee, da komme ich nicht rüber, oder? Man sieht die. Mich nicht. Ja, ich muss da irgendwie. Ist das wieder. Die machen es mit mir. Trau mich nicht, trau mich nicht. Ja, ja. Hä? Aber wie jetzt? Was habe ich denn jetzt gekonnt? Da unten. Da, aha. Da unten, da unten, da unten. Es tut doch alles weh. So. Und hier ist doch, ja. Ihr öffnet nicht das Tor da oben.
Wie öffne ich das Tor? Ach, vielleicht kann ich das zerstören mit meinem... Ja, jetzt. Hier, so geht das. Jawohl. Genau so geht das. Und jetzt, wo ist der... Ach, der Ausgang war hier oben, ja. Okay. Nee, das war bitte. Richtig, sind wir jetzt. Richtig. Ist da drüben rechts die Lava weggegangen? Ach, hier rein, genau. Nee, hier ist. Ist hier. Ja. Okay. Die muss ich etwa nicht alle vernichten, oder? Was muss ich tun? Ah, ich nicht. Ach doch, die muss ich vernichten. Noch mehr? Muss ich die auch vernichten? Vielleicht darf ich die auch vernichten. Na so richtig habe ich die Lage noch nicht. Begriffen. Ja, ich muss die auch vernichten. Okay, alles klar. Also alle wegpusten. Okay. Kann man hier abspeichern? Hier? Wie haben wir denn noch? Nee, so wird das nix. Ah. Das Tor ist auf, das Tor ist auf. Nochmal abspeichern. Nee, ja. Okay, das ist trotzdem aufgegangen. Da lebt wieder die. Nein, okay. Lass uns mal hinabschwimmen. Wie sieht's hier unten aus? Ah. Gucken wir aber erstmal hier drüben. Hier war. Da oben. Wo ist denn das? Ja. Das sehe ich. Ach, dort. Wo soll ich denn da hin? Oh, ja. Ui, ui, ui. Ei, 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 ei. Ich kann mich da drüben an der Wand auch festhalten, wa? Cool. Boah, das war nicht schlecht. Halt. Ja. Schön,
Speichern. Jetzt gucken wir mal, was da drüben auf uns wartet. Ansonsten, ach, da oben haben wir noch eine Stelle. Jetzt gehen wir. Wo ist denn man hingekommen? Okay. Hier geht's nicht weiter. Sieht ja toll aus. X, um Seil zuzuhören. Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Ich weiß aber gar nicht so richtig, wo lang. Weiter. Oh Mann, wieder ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Und tot, na klar. Na? Und tot, ja. Überhaupt kein Stress, hallo. Nein! Na, das wird ja wirklich. Konzentrieren. Irgendwann lässt es dann halt nach. Okay. Halt. Halt dich fest. Geh rein. Nach unten, ja. Ach Mann! Na los. Oh, da war er wieder. Wollte uns fast holen. Ja.
der Kuku. Na, mach doch. Nein, komm. Okay. Nein. Alter. Weiß nicht, was ich hab. Achso, Fliesen. Halt hier. Nee. Das mit den Fliegen hatte ich schon wieder verdrängt. Voll rein. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Aber was soll ich machen? Na gut, ich hätte vielleicht auch noch einmal hochspringen können. Ja, klasse. Alles gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Da war der Kuru da und hat mich platt gemacht. Und er versucht es immer wieder. Aber wir geben nicht auf. Okay, da haben wir noch mal Glück gehabt. Und hier war Fliegen angesagt. Genau. Na los, hier rein. Oder geht's da oben rein? Okay, das Fliegen habe ich mir jetzt zumindest gemerkt. Shit, shit. Weiter geht's, komm. Guck dich aus, ja. Fest. Hier kommt jetzt das Feuer, richtig. So, Wasser. Da kommt jetzt der Stein. Jetzt muss ich fliegen. Und wahrscheinlich da hoch. Wird doch nicht. Ja, klasse, oder? Was passiert? Sie hat sie dem Feuer überlassen, hatte gedacht, mein Licht würde dadurch erlöschen. Ori,
Bitte steh auf. Geisterbaum, so nah. Er ist unsere letzte Hoffnung. Ich lebe. Okay. Wisst ihr? Gehen wir hier nach links. Nee, da geht's nicht rein. Oh, das brennt alles. Hoffentlich wird das ist wieder schön. Der Geisterbaum ist nah. Nur ein Schritt ist noch zu tun. Der Wald von Nibel wird wieder belebt. Oder wird wieder leben. Ach, wir sind jetzt Naru. Guck mal. Schön. Wächst wieder alles. Die Feuer erlöschen. Ach, ist das wieder schön grün. Thank you.
und Naru hat noch ein kleines gekriegt. Ach, ist das toll. Ah, wir haben den Forest wieder erfolgreich begrünt. Ein wunderschönes Spiel. Also wirklich, ich kann es nur empfehlen. Und ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung. Die haben sie ja jetzt auf der E3 angekündigt. Irgendwann 2018 wahrscheinlich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird klasse. Mal sehen, wenn die Credits durch sind. Wir haben ja in der Lava, in dem Bergberg, da waren ja noch Sachen, die wir noch nicht entdeckt hatten. Da müssen wir eigentlich, hoffentlich kommen wir da noch hin. Also ich möchte da gerne noch hin. Wabi Sabi Sound Inc. Ja. Die Leute haben wirklich großartige Arbeit gemacht. Die Moon Studios aus Österreich. Wobei ich habe gelesen, da sind aus von der ganzen Welt zusammengewürfelt, die Leute. Weil in Österreich wohl dieses Spieleentwicklung und so weiter nicht so vorangeschritten ist, um da entsprechend qualifizierte Leute zu bekommen. Und deswegen werden die auch die Microsoft Studios ins Boot geholt haben, um da halt einen großen Publisher in der Hand zu haben und dann dieses Projekt auch ordentlich abschließen zu können. Und das war wahrscheinlich mit der richtige Weg. Das ist toll geworden. Müssen wohl auch Disney-Leute dran gearbeitet haben. Und so sieht es ja eigentlich auch aus, wie so ein schöner, gezeichneter, alter Disney-Film. Wirklich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Ja, und wir haben ja jetzt die Definitive Edition gespielt. Da waren also ja die... Welche Fähigkeiten waren das? Dieser Lichtstrahl, der war zusätzlich. Und dieser Speedrun, der war noch zusätzlich. Und in der Luft, glaube ich, der Speedrun, ich glaube, der auch, bin mir nicht ganz sicher, zu dem Originalspiel. Und dann natürlich die Schwarzwurzelgänge waren neu. Ja. Was war denn noch neu? Ja, so ist mir erstmal nichts weiter aufgefallen. Aber durch diese neuen Fähigkeiten ist es in Anführungszeichen ein bisschen leichter. Aber an den wichtigen Stellen oder an den besonders schwierigen Stellen, da kommen ja dann gleich mal noch zwei, drei Knöpfe mehr dazu, die man noch tricken könnte und so. Also immer noch sehr, sehr schwer. Und ich habe auf normal gespielt und ihr habt ja gesehen, na gut, ich bin ja nicht auch gerade der schnellste Spieler, aber wir haben es geschafft. Und das war gut. Oh, da bin ich. Moon Studios would like to thank all the fans of Ori and the Blind Forest for their continued and heartfelt support. Ja. Support was sehr. Ein schönes Bild. Ist das ein schönes Bild? Ein klasse Bild. Wir drücken mal A. Wir starten. Mal gucken, was passiert. 99%. Da gehen wir nochmal rein. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Ähm, 99%. Siehst du, wir können das noch machen da oben rechts. Ja, das tun wir. Das tun wir auf jeden Fall halt. Na komm, nochmal. Fürs nochmal.
ging es da eigentlich lang? Ach, wir müssen da ganz hoch. Ah, mit dessen Hilfe. Ne? Alles klar, mach mal her. Nein, noch nicht ganz. Kommt, helft mir nochmal. Los, schieß nochmal. Na gut, dann gehen wir halt darüber. Na, verbrenn dich nicht wieder. Oh, kann man kurz abspeichern. Was soll der Geiz? Und hier dürfte ja jetzt keine Lava mehr sein. Ach, da kann man nochmal abspeichern. Und da haben wir unser Freund. Noch einer. Wieso sind denn da so viele? Hier ist doch jetzt nichts mehr, oder? Gucken wir uns die Karte nochmal an. 100%. Also jetzt müssten wir alles auf 100% haben. Ja, klasse. Okay. Teleportieren wir uns nochmal kurz an den Anfang. Und das war... Ja, super. Was war denn der Anfang? Der verlorene Hain, glaube ich, war der Anfang. Wenn mich nicht alles täuscht. Der Beginn unserer Reise. Na, was dauert denn da jetzt so lang? Okay. Ist das hier der Anfang? Ja, nicht ganz. Aber hier ist es trotzdem sehr schön. Hier beschließen wir die Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr selbst mal Ori spielt. Ich kann es nur empfehlen, wirklich nur empfehlen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Weiterhin mit allem viel Spaß. Macht's gut. Ciao.